Achtung! Sind wir drauf? Großartig. Beim ersten Mal hat es schon geklappt. Ja, super. Ja. Ich bin überrascht jetzt. Man hockt rein, zack, es geht. Johnny Fischer, vielen herzlichen Dank, bist du da zum Feelgood-Podcast. Ja, freue mich selber, super. Und es ist der allererste ohne Blinddarm. Ah ja, du kommst direkt zum Spital. Ich habe eben nicht einmal gewusst, dass es findet heute. Doch. Ich habe gefunden, das machen wir schon. Ich glaube, es ist eben, ja, ich habe die Leiste gebrochen links und rechts und dann ist es so, man darf wieder anfangen zu arbeiten, in dem Moment, wo man wieder aufs WC kann. Ja. Das sagt jetzt viel, dass du wieder da hockst. Ich weiss Sachen über dich. Ja, die Entspanntheit, die ich jetzt habe, die kommt nicht von nichts. Ja. Ah, ja. Nein, das ist natürlich schon, das ist schon nicht so ein Spass, bis man kann. Aber ist gegangen. Gut, okay. Es geht wieder raus. Du hast mir die Leiste müssen. Links und rechts, ja. Ja, ich habe alles operiert, aber das habe ich mir gemacht. Blinddarm nicht, weiss ich nicht. Wirklich? Den hast du noch? Den habe ich noch. Okay. Aber du hast mal irgendetwas mit dem Bein oder dem Fuß, hast du irgendein Problem gehabt? Achillessehne habe ich gerissen, ja. Das Knie habe ich gemacht, die Schultern habe ich einmal gemacht, die Augen habe ich gemacht. Was? Was habe ich noch nicht gesagt? 13 Operationen, ich weiss es nicht mehr alle. 13 Operationen? Ja. Ich habe eine Zeit lang ein bisschen, wie soll ich sagen, exzessiv gelebt. Nein, wirklich gelebt und nebenan, dass wir gleich auf die Bühne können und so, dann unheimlich viel Sport gemacht. Und du kannst nicht jede Nacht bis um 5 Uhr auf sein und dann um 7 Uhr joggen und parallel irgendwie noch einen Marathon laufen und Bergläufe. Und dann hat der Körper irgendwann gesagt, jetzt ist gut. Und dann hast du alles geschlissen? Dann habe ich eins nach dem anderen geschlissen. Wirklich? Ja. Krass. Ja, jetzt ist gut. Nein, ich weiss noch die Bilder, wo du irgendwie hast mit dem Rollstuhl auftreten. Ja, das habe ich immer müssen, ja. Ist das wegen der Achillessehne? Das ist Achillessehne. Achillessehne gesehen, ja. Dort habe ich eigentlich wie du jetzt heute, ich habe zu früh müssen anfangen arbeiten. Also nein, weißt du, die Ärzte sind sicher nicht Fan, dass du da hockst. Ja, also doch, sie sind sehr Fan, dass ich nicht auftritt. Aha, eben. Also gut, also das weißt, ist so halb schaffen. Genau. Auf der Bühne wäre jetzt, weil man vergisst sich, Adrenalin, ja. Und dann machst du zu viel. Und dann, das haben sie aber gesagt, das ist das Hauptproblem. Alles gut jetzt gerade und so, aber Infektionswert noch da. Und wenn dann irgendwie eben dich zu überanstrengst im Eifer cool. des Gefechts und dann auf einmal irgendwie Infekt wieder kommt, dann ist scheiße. Ja. Nein, das ist richtig scheiße. Das heißt, wenn du nicht magst, machen wir ein Päuschen. Nein, aber ja. So ein Podcast ist, weißt, ich habe es gesagt, ich sitze ja daheim, dann sitze ich in einem Auto, und dann sitze ich da, und dann sitze ich wieder im Auto und dann sitze ich wieder daheim. Also. Ist jetzt nicht so ein Aufwand. Ja, nein, ich verstehe es. Nein, aber das war auch der Grund, warum ich immer angenehm habe, haben sie die Bühne verboten diese Woche. Und das war bei mir auch. Und wir haben nachher, ich bin gleich auf die Bühne und haben sie gesagt, du darfst nur, wenn du im Rollstuhl gehst. Weil dann kannst du, dann hockst. Ja. Und sonst machst du zu viel und es langt ein Schritt und dann reißt die Scheiße wieder. Und dann fährst du bei Null an. Ja. Ja. Wie lange hast du denn gespielt mit Rollstuhl? Nur 2 Wochen und dann 6 Wochen mit Krücken. Ja. Gut, mit Krücken ist auch anstrengend. Scheiße. Das ist echt. Nein, ich habe echt. Oh, ich finde es Schlimmste, wenn du auf der Bühne stehst und wenn du Stimme nicht hast oder kannst dich nicht bewegen, wenn du eingeschränkt bist und kannst nur 80%. Das merken die Leute nicht. Die Leute sagen, es ist super und lustig und kannst die Krücken weglegen. Es ist nämlich mega lustig. Und ich denke, Arschlöcher. Ja. Aber für mich, ich finde es mega schlimm. Ich bin so gestresst. Weißt, wenn du runterkommst und weißt, okay, ich kann nicht alles zeigen, was ich kann. Ja. Und das ist auch, wie man heiser ist und dann nur. Das kennst du sicher auch. Stimme ist richtig, richtig übel. Stimmt, ja. Das ist zum Beispiel meine Sorge gesehen, was sie dann irgendwann gesagt haben, ich merke es auch noch ein bisschen, was sie dann irgendwann gesagt haben, für die OP machen sie noch so eine Schläuchle und den Hals da ab. Ach du Scheiße. Und das würde dann zum Teil bis auf die Stimmbänder gehen und so. Ja, darum sei so eine Heiserkeit die ersten paar Tage völlig normal. Und dann habe ich so gefunden, nee. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Nein. Ja, das ist echt eine riesige Einschränkung. Auch wenn das die Leute gar nicht merken. Ich war auch schon an einer Show von einem Kollegen und der war mega verkältet. Und ich habe gemerkt, wenn er leidet. Und ich habe es aber
Also sonst habe ich noch cool gefunden, weil du merkst, er kämpft sich durch und es kommt immer weniger. Und am Schluss ist nur noch. Und du denkst, geil, es kämpft. Aber für ihn war es scheiße gewesen. Das habe ich mal gesehen am Jamiroquai-Konzert. Der JK. Aber wirklich? Dem System ist immer mehr verreist. Also wirklich am Schluss. Ach so, oder? Du Scheiße. Und eben, es war mega geil gewesen. Aber du denkst, der Arme ist nein, sicher, ja. Morgen muss er in einer Frankfurt. Ist er sonst nicht mehr. Ach du Scheiße. Das ist blöd. Aber die machen ja nicht mehr so lange Stints am Stück. Nein. Damit eben nicht so Sachen passieren können. Dann hast du eigentlich, so. Also das ist das andere, weil der Manu Papi ist. Also früher haben wir, also wenn wir gespielt haben, halt sehr intensiv. Und jetzt machen wir eher, dass wir ein bisschen länger spielen, aber nur noch 3 Shows in der Woche. Genau. Und dann kann Manu seine Frau noch irgendwie nebenan etwas machen und dann ist er noch ein bisschen Papi. Und was machst du in dieser Zeit? Ja, gell, ich wieder so ein bisschen am Rumvogeln und was man so macht. Nein, ich habe ja seit 1,5 Jahren eine zweite Firma in der Gesundheitsbranche. Mhm. Und dort arbeite ich sehr viel. Außerordentlich viel. Und schreibe tue ich sehr gerne. Mhm. Zum Teil auch für andere Leute oder an neue Projekte für uns. Ja. In der Gesundheitsbranche. Das klingt so schön. Ja, das ist es auch. Yeah. Weil alle sagen, du bist doch ein Fitness. Nein, das ist es nicht. Wir wollen wirklich rundum. Etwas, was ich weiss, ist, dass der Mensch nicht nur aus dem Körper besteht, sondern wir haben eine Seele und einen Geist. Und das möchte ich auch auf der Bühne ansprechen. Yeah. Und das möchte ich aber auch bei Zenmo ansprechen. Dass so der ganze Körper ist. Und wenn es im Geist scheiße geht, dann geht es im Körper auch scheiße. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich jetzt das letzte halbe Jahr am Kämpfen war, bei diesem Corona-Kack. Mhm. Wenn ich nicht mehr möge und wenn ich dachte, können wir endlich wieder spielen und wenn hört es endlich auf, dann habe ich auch gemerkt, es geht im Körper nicht gut. Und ich nehme zu, ich habe Hunger, ich penne nicht mehr gut. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich aus der Ferien komme und mir dachte, hey, das Leben ist eigentlich toll und die schöne Farbe im Herbst und der Nieselregen, etwas Mystisches, dann merke ich, geht es mir auch körperlich besser. Ja, das ist wegen meinem Blinddarm habe ich 1,5 Jahre lang gemeint, das ist eigentlich eine Reaktion von der Psyche. Dass irgendwie, wenn ich gestresst bin, ich dann irgendwie Bauchbeschwerden habe, was weiß ich. Hat sich herausgestellt, dass das ein bisschen mehr gewesen ist. Aber es hat schon mit dem zu tun. Mit der Zeit merke ich für mich und andere Leute natürlich auch, das heisst immer, wenn man 30 wird und was weiß ich. Aber man merkt natürlich schon, irgendwie, weil du schon ein paar Jahre hinter dir hast, nicht einmal körperlich, sondern vielmehr auch, weil du dir bewusster wirst, was zum Beispiel auf dem Spiel steht und eben, was die Folgen können sein von irgendwie eben bis um 5 Uhr morgen raus und was weiß ich. Dass wenn du dich dann auch stressen von dem, dass dann der Körper in irgendeiner Art und Weise sich dann auch reagiert. Ja, wen auch immer, macht. Das ist, ja. Aber also eine Zeit lang hat es einen Übergang gegeben, was mich aufgeregt hat, dass es nicht mehr geht. Weißt du, After-Show-Party und am nächsten Tag Fernsehprojekt. Und ja, aber heute hätte ich gesehen, eine Swiss Comedy Award, da sehe ich einen Tag lang aus, ey, wirklich wie ein Panzer überfahren, really? Nein, weißt du, so. Nein, das geht nicht. Und ich kann mich nicht bewegen, ich bin nicht frisch und nichts. Das habe ich einfach länger. Aber das gehört dazu. Und trotzdem, zwischen drei muss man richtig. Also ich bin so, zwischen drei Vollgas und ich freue mich drauf. Aber schon ein ganzes Oft durch. Ich hatte das jetzt gerade mit einem Kollegen. Wir sind an so einer Beiz vorbeigelaufen, wo wir wirklich so, ich sage jetzt 5 Jahre lang, zwischen 18 und 23 oder so, sind wir immer in dieser Beiz gesehen. Und zwar am 2 Uhr morgen oder am 5 Uhr zu oben. Und dann sind wir im ersten Stock und dann haben wir den iPod angeschlossen und Halligalli und Vollgas und wirklich bis zum Teil in der Unterhose geflogen ist und so. Ja, klar. Und dann laufen wir so dort vorbei. Und dann sage ich so, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen. Weißt du, nein, es geht nicht. Mal so etwas nein, zu nein. Und eben, es ist ja auch das, wenn ich bin kürzlich auf Besuch da und bin am Morgen um 2 nach einem gesitterten Fondue natürlich, wo man heute hat. Durch die Langstrasse zum Zellmutplatz. Ja, ja. Und dann von ich mit 40 schaffe zum Teil den Kopf schützt. Ach so. Und dann, okay, nein, gut, ich weiss. Also, es ist gleich wie mir. Es ist gleich wie mir. Im Moment ist es mit der Situation ein bisschen anders. Das weiss, es ist ein bisschen heikler. Yeah. Aber trotzdem, ich habe nicht weiter gedacht, das so. Und warum solltet ihr das jetzt machen? Da muss man, glaube ich, helfen. Was sind so für Momente, wenn du eben von außen betrachtest, wo du sagst, unglaublich, dass ich
das gesehen bin oder dass ich das gemacht habe. Ja, ich habe mega viele Sachen. Nein, ich war sündhaft lang Single gewesen und das hat mich huere mitgenommen. Mhm. Wie ich dachte, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Und habe immer absurdere Dates gemacht, weil ich meine Ansprüche immer abgeschraubt habe. Und wenn ich jetzt anschaue, mit was für Typen, dass ich weggegangen bin, ein Bier zu trinken oder einmal in Zirkus Knie habe ich einen mitgenommen. Du Kopf, fertig. Nein, wo ich einfach merke, okay, also das finde ich jetzt von außen schlimm zum Anschauen, dass ich dachte, der war so verzweifelt gewesen. Das haben wir offenbar so gemerkt, dass alle dachten, ist das ein Peino. Und ach dann so, ich ja. Bin ich mit Trostpreisen, mit traurigen Kapiteln weggegangen. Weil alle meine Freunde, was ist jetzt los? Das ist so etwas, was ich weiss, ist von außen ganz sicher schlimm. Ich finde es übrigens ganz schlimm, alles, was älter ist als eine Woche oder zwei von der Bühne, kann ich fast nicht anschauen. Also, ja, das finde ich ganz schlimm. Also die ersten Aufnahmen, Katastrophe, aber auch vor zwei Jahren. Wir sind am Vorbereiten zum Tour wieder aufnehmen und haben die letzte Show vor der Pause gefilmt und schauen die und die DVD-Aufnahme, weil wir dort noch besser haben mit dem Schnitt. Ja, die DVD-Aufnahme ist erst seit eineinhalb Jahren, ich kann das nicht anschauen. Hey, es ist schlimm, ich bewege mich schlecht, ich bin zu spät mit Reaktionen, ich tue zu früh agieren mit dem Gesicht, weil ich weiss, was kommt. Ganz schlimm, das kann ich fast nicht. Also das schaue ich auch nicht gerne zurück. und dann die normalen, all die jugendlichen Sünden, die man gemacht hat. Aber eben, also das haben wir ja alle. Ja, yeah, ich hatte das mit so gewissen Abstürzen gehabt. Wirklich so, weißt du, so der Suff, wo du am nächsten Morgen aufwachst und einfach so nicht mehr ganz alles weisst. Und es ist einfach wirklich alles gefüllt mit Scham von A bis Z. Und es ist einfach so, oh Gott, nein. Also gut, genau. Und nachher kommt der Blick aufs Nachtleben und ich sehe 12 Anrufe. Der letzte am Viertel ab 5 Uhr am Morgen. Kannst du am Morgen am Viertel ab 5 Uhr im Peter Räber, Sonntagmorgen am Viertel ab 5 Peter Räber angelegt. Wirklich? Und auf Combox gelabert. Oh, das ist schön. Hast du mal die Combox-Nachricht gehört? Dann? Nein, die habe ich nicht können. Aber ich habe ihm nachher angerufen. Nein, das ist nicht. Ich habe. Also, nein! Aber eben so Sachen, ja, das ist ein bisschen vorbei. Das habe ich mal gehabt mit Manu Gut, Remedy und Manuel. Ja. Das irgendwie, der Kollege fährt mich von Zürich auf Basel heim. Es war Weihnachtsessen gewesen, und er trinkt Alkohol, hat mich heimgefahren. Und ich war wirklich kanonenvoll. Gewesen. Und irgendwann habe ich anscheinend gesehen, so Ortsschild Magde, wo er wohnt. Ja? Yeah. Und ich sehe das so. Und dann habe ich automatisch auf so mein Handy auf und an. Und also, was machst du jetzt? Und ich sage, ich rufe Manu an. Nein, ja. Halb drei am Morgen. Und also, was? Und ich sage, hey, ich will, dass er jetzt singt. Oh, Holidays! Nein! Und dann hat mein Kollege gesagt, ich hab die Welle davon abhalten, aber gleichzeitig kann ich auch Welle wissen, was passiert. Natürlich! So, und dann habe ich da fünfmal probiert anzuleiten und die ganze Zeit, Holidays! Nein! Er soll jetzt singen! Er soll jetzt singen! Super! Er hat zum Glück einfach nicht abgenommen. Ja. Und Combox weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das hat er mit schon. Das wird er in einem anderen Podcast erzählen. Vielleicht hat er mich dort davon abgehalten. Ja. Aber wir haben das Game gemacht, der Mann und ich, immer wenn wir am Schreiben waren, am Morgen um 2 Uhr, so mit all dem, was wir dann intus gehabt irgendwie, haben wir gegenseitig dürfen das andere Nattel nehmen und eine Nummer einstellen, wir dürfen wissen, was, und wir müssen einfach telefonieren. Und dann haben wir natürlich nur so Pascal Zuberbühler, ich weiß, Marco Wölfli haben wir auch, so, einfach so. Die haben Matsch am nächsten Tag oder irgend so. Ja, das war immer sehr amüsant, weil der andere nachher versucht, nicht betrunken zu werden. Oh nein, Entschuldigung. Ja, ist nur. Und du hast gemerkt, also es ist wirklich nicht so. Ja, Telefonstreich mit irgendwie 35 oder mit 30, aber ist egal. Vor allem, es gibt immer, ich glaube, bei Künstlern gibt es immer die Faszination für Sportler, weil es ja so etwas eben nicht ist, was man selber macht. Ja, ich finde so ein bisschen beides. Ich weiß, was du meinst. Yeah. Also natürlich, sie sind mega diszipliniert und sie achten aufs Essen und schauen auf den Schlaf und so. Und ich merke auch, oder wenn du den Match schauen gehst, wir haben die Weg vom Stadion in Luzern.
Und dann darfst du eine Stunde vor dem Match mit keinem schwätzen, in der Pause darfst du so. Und du weißt, wenn du am Spielen bist, vor der Show hast du gestern Besuch, in der Pause kommen die Leute hinterher, du bist in den Unterhosen, flotsch nass, musst du irgendwie eine Frisur neu machen und so, aber hast immer gestern so. Und das geht bei Sportlern alles nicht. Und sie müssen am 4 Uhr gegessen haben, dass es am 6 Uhr geht. Und wir sind ja zwei Stunden, ist egal. Aber ich habe schon mit vielen Sportlern geredet. Alles andere, glaube ich, haben wir sehr viele Parallelen. Mhm. Also ich glaube, wegen dem haben wir viele, also ich weiß nicht, ob du auch viele Kollegen hast. Wir haben einen grossen Kollegenkreis in der Sportlerwelt, weil sie das kennen, du musst dann abliefern. Genau. Egal, wie es dir geht, es ist den Leuten egal. Die Öffentlichkeit, du hast Freunde und Feinde, obwohl sie dich nicht kennen. Eben mit dem Druck umgehen, plötzlich sind andere sind besser, der andere räumt ab. Wir haben lustig, wir haben mal mit dem der Strelli und der Frey, die sind an eine Show gekommen und dort, und der Huckel ist auch noch, das ist der ganze FCB, die sind ein paar Mal gekommen früher. Dort haben wir es nachher auch davon gehabt, weil es einfach, wir haben das bei uns auch, also weißt, ich sehe mich auch so ein bisschen als Huckel, ich kann jetzt nicht wahnsinnig gut jonglieren. Das kann der natürlich. Aber ich kann jetzt auf der Bühne, bin ich weniger fähig wie der Manu. Und ich spiele ihm es zu und er räumt nachher ab. Oder wenn der Huckel nachher den Ball gebracht hat und der Steller macht einen Abstauber, der sogar ein bisschen billig ist, ist er aber gleich der Star. Und der Huckel lacht alle aus, sagen, du, der Sechser dort kann ich mal jonglieren. Und das haben wir dann auch müssen, haben wir mal angesagt, du, das geht uns auch ein bisschen so. Wie gehen wir damit um? Und wie sind wir damit umgegangen? Und das ist sehr spannend. Dort finde ich eben, dort haben Sportler sehr viel Parallelen mit uns. Ich glaube schon, die Psyche und der ganz psychologische Aspekt. Ja. Also ich find wahnsinnig faszinierend, wieso zum Beispiel nicht jeder Mensch aus dem Sport, sofern man sich das kann leisten natürlich, einen Sportpsychologe hat, wo eben sich damit auseinandersetzt, im Moment XY, auf den kommt es drauf an, da muss ich jetzt ready sein. Und Künstler, habe ich das Gefühl, die lernen das ein bisschen wie von allein, weil es ihnen auch ein bisschen mehr geben wird. Weil halt wie klar ist, 8 ist Showbeginn. Ja, klar. Dann ist es. Ja, ist klar. Und ich habe das einmal gehabt, also mit dem Büssi besprochen, einmal bin ich irgendwie erst so mit dem Kopf um 20 um 8 auf der Bühne gesehen. Das passiert aber nur einmal. Du willst alles andere nachher, machst du alles, um das jemals wieder zu verhindern. Ja, oder? Klar, das ist schlimm. Also, um das immer zu verhindern. Aber nein, das ist so, dass es sicher psychologisch gleich ist. Und das sehen wir ja auch, ich glaube, das macht es auch aus, sowohl bei Berufskollegen von uns oder also bei Newcomer, wo du merkst, ey, ich habe so viele Freunde, die sind im Alltag, auch wenn ich mit meinen Jungs im Feriengang, es gibt zwei Typen, die sind 100-mal lustiger als ich. Das sind Unterhalter am grossen Tisch in Italien. Wortführer. Und ich verrecke vor Lachen. Aber ich habe einem von beiden habe ich schon mal so eine Möglichkeit gegeben, vor einem kleinen Rahmen, 30 Leute, offene Bühne. Hey, jetzt unmöglich. Kackt ab, kein Timing, kein Gespür, nichts mehr. Und ich glaube, das ist im Fußball, im Tennis, auf der Bühne, überall das Gleiche. Das hörst du zum Beispiel auch, irgendwie, habe ich gehört von jemandem beim FCB, dass dann eben das klassische Trainings- und dann Spiel-Syndrom, oder? Yeah. Also, das ist im Kader, das ist der beste Spieler, den wir haben. Der ist Wahnsinn. Was der kann, eben Fähigkeiten, Talent, wie der schafft, jedes Trainingsspiel liefert er ab. Und dann kommt irgendwann über den Tag, wechselst du mal ein in der 66. Frag mich nicht, 20, 30.000 Leute, Scheinwerfer. Passiert nichts mehr. Fertig. Nicht mehr. Und die 20, 30.000 sagen dann, das ist der schlechteste Spieler, den wir haben im Kader. Nein, ist klar. Nein, ist brutal, aber es ist so. Und schlussendlich, ich glaube, an dem unterscheidet es sich auch. Also weißt, ich sage immer wieder, wenn die Leute sagen, komm, du bist 100% und so, und sage, nein, ich bin keine Rampensau. Ich fühle mich auch nebendran wohl. Ich finde es zum Beispiel im Moment ein super Privileg, wenn ich Sitzungen habe für die andere Firma. Weil niemand erwartet, jetzt. Aber ist noch gut, dass sie das nicht erwarten. Also es gibt solche. Aber das sind so Türöffner, mache ich so, dass ich auch vorbeikomme. Und wenn ich dann dachte, jetzt geht es ums Fach. Und dann ist ganz normal. Aber ich habe völlig den Faden verloren. Aber dass du nicht eine Rampensau bist. Genau, dass ich eigentlich nicht spezifisch eine Rampensau bin, aber vielleicht besser als andere abliefern im richtigen Moment. Und dort habe ich auch, ähnlich wie du, einmal richtig abgekackt, wo ich mit dem Kopf nicht da war. Und das bringst du an diesem Abend fast nicht mehr an.
Ja. Du, der erste Eindruck und die erste, du musst noch mehr kämpfen. Wie ist dir der zweite? Ist noch ein einfacher, weil der andere kann meistens auffangen. Mhm. Aber kannst gleich nicht ganz. Du merkst noch, das Gefälle ist noch größer. Und ja, aber ich glaube, das ist der grosse Unterschied zwischen denen, die nachher wirklich auf der Bühne stehen, oder also die sportliche Bühne oder wo auch immer. Ja, und was sicher auch noch dazu gehört, ist die Selbstkritik, die irgendjemand mit dem mitschwingt. Ja. Dass eben, wenn man abliefert, dass man dann wahrscheinlich noch nicht mal richtig happy ist. Also, du Manuel hat ja genau das Gleiche gesagt mit, ich kann Sachen nicht schauen. Ja. Und ich glaube, es ist eben wurscht, wie lange her. Blöd gesagt. Ja, es ist, wenn du nicht im Prozess bist, dann schaust du nachher und bist irgendwie nicht zufrieden. Ja. Aber die Aussenwahrnehmung ist ja nochmal eine andere als die Innenwahrnehmung. Ja, aber eben, ich glaube auch, das macht dann auch nochmal etwas aus. Also weißt, wir haben ja ehrlicherweise auch zwei, drei Berufskollegen, wo man nachher dann noch sagen wird, nein, wo ich finde, sie sind ein bisschen selbstgerecht und rühren sich so ein bisschen aus und freuen sich über das, was ich höre. Mhm. Und ich glaube aber, dass da schon auch nochmal ein Unterschied besteht zwischen denen, einfach wo du merkst, es funktioniert zwar, aber sie sind selber nicht ganz zufrieden. Mhm. Und das merken wir auch. Die letzte Show haben wir bis am Schluss gespielt. Wir haben 280 Shows gehabt. Und wir haben bei den letzten vier Shows, wie immer, nach jeder Show sind wir zusammengebracht, was ist heute nicht gut gewesen, was müssen wir morgen anders machen. Mhm. Du hast noch vier Shows. Jetzt lass einfach schädern. Yeah. Nein, Manuel, dort bist du ein bisschen zu früh gekommen. Mhm. Wenn man das Wort von mir nicht versteht, dann weiss man ein bisschen, um was es geht. Und da, es tut mir leid, da habe ich dir zu viel Platz eingenommen. Mhm. Nachher sind die Leute mit dem Fokus bei mir. Und das drei ist schon vor Schluss. Aber das ist so. Manchmal wünschen wir uns sogar noch mehr. Und das haben wir gesagt für die nächste Tour. Jetzt über 40, dass wir noch mehr auch feiern, uns feiern. Mhm. Und ich staune immer wieder, ich kenne sicher auch die Momente, du bist auf der Bühne, einmal habe ich mit Peach Weber einen erlebt, so einen Moment, der hat einen Stromausfall gehabt, der hat unverstärkt müssen vor 700 Leuten im Baden, im Kursaal weitermachen. Hey, die Leute begeistern, weil er davon sau gut improvisieren und super gut. Und die Leute sind verreckt und dann kommt der Hindernis und ist ausgerastet. Yeah. Voll. Und ich verstehe das, das kennen wir auch. Weißt, du bist vorne und es funktioniert zwei, drei Sachen, gehen nicht oder irgend... Und du kämpfst und die Leute stehen am Schluss auf und klatschen, wow, voll geil. Mhm. Und du gehst hinter und anstatt dass du vierst, dass du es geschafft hast, vorstellen, aber das ist nicht gegangen, da sind wir, und was... Und das, aber das zeigt auch, okay, wir wollen weiterkommen, wir wollen nicht, wow, geil, ich bin der Geilste hier. Und, es ist gut. Und das beneide ich manchmal bei anderen ein bisschen, aber ich glaube, bei den einen ist es dann auch manchmal ein bisschen, so, wie soll ich sagen, die sich selber beistellen oder Selbstgefälligkeit steht ihnen im Weg. Ja, das ist sehr schön gesagt. Ja. Ich wollte zuerst sagen, sie bindet sich einen eigenen Strick, aber das wollte ich dann nicht sagen. Das ist sehr schwarz. Ja. Nein, aber ich habe manchmal das Gefühl, ich kämpfe auch immer mit dem, weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt einen Unterschied zwischen Selbstgefälligkeit und Sachen trotzdem können akzeptieren und geniessen. Ja, ja. Und ja, klar. Und dort sehe ich manchmal noch die Schwierigkeit. Klar, kannst du nicht auf die Ahnen stehen und sagen, geil, weil sonst funktionierst du nicht mehr auf der Bühne. Ja. Ja. Aber irgendjemand sich dann auch mal den Moment holen, um es eben ein bisschen von außen anzuschauen und sagen, ist eigentlich schon noch geil. Ja, unbedingt. Also du hast recht. Und das würde ich auch niemandem verbieten. Das ist ja scheiße. Ja. Also wenn du ins Stadion reinläufst, mit deinem Ballbub oder wo, und hast Hühnerhaut. Yeah. Und vierst es, ja, hoffentlich. Yeah. Und das ist, ich weiß, wenn man erst Dienstag anfängt nach 8 Monaten, ich habe noch nie 8 Monate Pause gehabt, also außer beim Sabbatical zwischen zwei Programmen. Dann weiss ich, da habe ich Hühnerhaut. Und ich weiss, beim Abschlusslied habe ich Tränen, das weiss ich jetzt schon. Aber das darf dann auch sein. Jetzt freue ich mich und jetzt ist schön, dass wir da sind. Auch wenn es vielleicht nicht mehr gleich ist, weil wir 8 Monate nicht mehr gespielt haben. Yeah, aber yeah, easy. Oder vielleicht ist die Stimmung nicht gleich, weil alle einen Mundschutz haben. Mhm. Aber da hast du recht. Aber dort sind wir immer noch am Üben, lustigerweise. Dort, das lassen wir zu wenig zu. Wir haben dort immer Angst, eben selbstgerecht kommt rein. Und das wollen wir auf keinen Fall. Mhm. Aber das ist sehr nahe beieinander, das Gefühl. Ja, das ist, es ist dann zum Teil, aber wenn es selbst zerstörerisch wird, ist es ja nicht gut. Haben wir auch schon gehabt, ja. Ja, weil das hat der Manu erzählt und das finde ich dann natürlich, nein, das ist scheiße. Das finde ich dann krass, wenn du deine eigenen
die Partner, die deine und seine Ansprüche und ihre eure allgemeinen Ansprüche nicht mehr gerecht werden. Nein, das ist scheiße. Nein, und du hättest in der ersten Pause im Hallenstadion sollen die hinten sein, du. Da sind dann alle gegangen. Jetzt mal noch erzählen. Ach, Herrje, du Leck. Ich habe wie ein Furie. Aber ist klar, der Druck ist ein bisschen höher. Ich habe kurz, ich habe 2 vor 8 in unserer Nervosität gekotzt. Wir sind hinten im Hallenstadion gewesen, in so einem Ding sind und nebenan sind Securitas gestanden, die haben sie nachher dann den Tinder-Eingang gebracht, dass wenn die Musik läuft, dass mit das Publikum... Mhm. Dort habe ich noch gekotzt, abputzt, ein bisschen Wasser getrunken und reingespäut. Und da ist der Druck so gross und dann sind 2-3 Sachen, wo ich zum Voraus sagte, da müssen wir uns mega achten. Das ist heikel in diesem grossen Ding. Genau die sind nachher nicht gegangen. Ja. Hey, in der Pause bin ich in die Katakombe und weißt, alle, das ganze Team, alle so, voll geil. Innerhalb von 30 Sekunden war niemand mehr da gewesen. Der Manager war ganz schön, ist bei euch alles gut und so, achtest dich auf deine Stimme. Dann hat mir auch verdammt leid gedacht, hey, wir müssen jetzt feiern. Am Schluss haben wir dann schon können. Ja, ja. Aber ich habe dann auch wieder gesagt, hey, komm jetzt, schau da raus, schau, was abgeht, was, freu dich. Und dann wird es selbstzerstörerisch, wo dann für alle blöd ist, weil eigentlich freut sich alle. Mhm. Du denkst, was ist jetzt mit dem nicht gut? Ja, das ist jetzt schon lange nicht passiert. Ja, aber bei der Doku gibt es den einen Moment, wo der Sketch am Anfang von der Show kommt, wo die zum ersten Mal sind, und eben du Tränen kriegst, weil sie lachen in dem Moment, oder? Und dort ist wahrscheinlich die Kombination von all diesen Sachen, von einerseits Selbstkritik, selbstzerstörerische Zweifel, aber auch, wie sind wir wieder gekommen, und es hat tatsächlich funktioniert, also auch noch irgendwie eine Last, die voneinander geht, vor allem geht. Ja, ich glaube, das ist ein Moment, wo wir alle kennen, wenn du auf der Bühne schaffst, ist das Schwierigste. Mhm. Also wenn du ein halbes Jahr für dich allein schaffst, niemand findet Ende von diesem halben Jahr das, was er gemacht hat, geil. Mhm. Also das, ich kenne niemanden. Yeah. Also, und dann gehst du mit dieser Unsicherheit. Einerseits hast du die meisten Sachen, 2-3 Sachen haben wir schon ausprobiert, aber das Ganze haben wir noch nie ausprobiert. Wir weiss nicht, ob es funktioniert. Die Erwartungen sind riesig. Weil, ja, letztes Mal war es so gut gewesen und wir haben so einen schönen Abend mit unserer Familie, das wollen wir zu vergleichen nochmal. Was für ein Scheissdruck. Ja. Wir haben etwas Neues, hoffentlich lasst ihr euch darauf ein. Und nachher gehst du raus und du hast keine Ahnung, wirklich. Und dann ist eben der Moment, wo du merkst, wow, fuck, das geht. Ey, das ist natürlich das Beste. Du weißt jetzt, die nächsten 4 Jahre geht das. Und dann ist ja auch immer spannend, welche Sachen das nicht gehen. Weil wir auf die meisten können schwören, das sind die Besten. Mhm. Und dann gibt es ja auch immer die Sache, das hast du auch, wo du spielst drüber weg und die Leute sind alle am Lachen und du weißt nicht warum. Mhm. Und wir haben jetzt noch 3 Stellen gibt's im jetzigen Programm, wo ich leider nicht weiss, warum das die Leute lachen. Mhm. Und sie finden es lustig. Mhm. Und ich denke, bin ich eigentlich blöd? Entweder bin ich mega blöd oder die Leute sind viel blöder als ich, dass ich es nicht mehr verstehe, was lustig ist. Aber es ist noch lustig, dass man nicht weiss, warum das die Leute lachen. Und ich warte seitdem, weil ich weiss, sie lachen. Ja. Ich weiss leider nicht, warum. Kennst du die... Es ist nicht mal ein Witz, es ist mehr eine Geschichte, wo eben alle Bühnenmenschen verstehen sie. Drei Typen spielen zusammen ein Stück und irgendwann in der Pause schwätzen sie und dann sagt der eine, du, die Leute die verrecken ja jedes Mal, wenn ich dort mit dem Hut so mache. Und dann sagt der zweite, nein, das ist, weil ich dort die Grimasse mache. Und der dritte sagt, nein, die haben das völlig falsch verstanden, das ist, weil ich da mit dem Stock einmal rumschwinge. Und dann machen sie ab. Okay, wir finden jetzt raus, warum sie genau lachen. Jetzt macht jeder nur sein Ding pro oben, oder? Dann macht der eine die Grimasse, kein Lacher. Dann macht der andere das mit dem Stock, kein Lacher. Der dritte macht es mit dem Hut, kein Lacher. Dann sagen sie, okay, das ist es nicht. Dann führen sie andere Kombinationen, die zwei Sachen. Immer kein Lacher. Ganz am Schluss sagen sie, also, in dem Fall ist es tatsächlich gesehen, weil wir alle drei gleichzeitig das so machen. Ja? Aber jetzt machen wir es wieder so. Nächsten Tag gehen sie auf die Bühne, machen es wieder so, kein Lacher. Ja, das ist Alltag. Ja, und das ist so das Absurde. Das ist Alltag. Du kannst es dann am Schluss nicht mal mehr sagen. Nein. Und wenn du es probierst zu rekonstruieren, nein, dann geht es nicht. Also eben, schlimmst, hey, wir machen es Tupfergleich wie gestern. Das ist unmöglich. Aber also ich glaube, wegen dem können wir jetzt auch so Podcasts und all das Zeug so mega. Weil normalerweise machst du so etwas und dann sagst du, oh sorry, wir machen es nicht. Könnt ihr nochmal anfangen, wo der... Ah fuck, es geht nicht. Yeah. Glaub mir, das geht sicher nicht. Yeah. Ja, es ist nicht mehr echt. Ja, das ist eine gute Geschichte. Das sagt viel über Bühne,
über das Bühnenleben aus. Ja. Aber ich glaube, also ich habe schon Momente erlebt von Menschen, die ihr Publikum so gut kennen, dass sie eben sagen, wenn ich das sagen werde, dann verrecken sie. Aber ich glaube, dann kommt eben auch die Selbstgefälligkeit, ja, und die schon fast, wie nennt man das? Das Gegenteil von einer Verbindung, eigentlich die Disconnection zwischen Publikum, ja, und Künstler, weil es eigentlich ist wie eine Abfertigung. Ja, nein, eben dann ist, und ich gehe gerne Musical schauen, aber mir ist auch klar, dass wenn man etwas in der Woche 15 Mal spielt, dass es dann von davon, und das merkst du auch, jetzt rettet es ab. Und das ist, glaube ich, ein grosser Unterschied von dem, was wir auf der Bühne machen. Das ist auch das, wo du jeden Abend als Ziel nimmst. Also die meist gefragte Frage, also kannst du davon leben? Nein, aber Johnny, kannst du davon leben? Ja, es gibt Leute, die fragen das. Und gehst du noch Schule? Also, nein, ich bin sehr ein schlechter Lehrer. Das spürt mich noch, ja. Nein, ich kann davon leben, aber die meisten fragen, ist es nicht langweilig, das so viel mal gleich zu spielen? Yeah. Und dort muss man sagen, nein, eben nicht, weil unser Ziel ist, dein Ziel ist, jeden Abend, ich werde jeden Abend so nehmen, dass es einmalig wird für die Leute, die drin hocken, und durch das musst du jeden Abend voll da sein, und jeden Abend wird wirklich anders, nicht im Ganzen. Wir haben die Nummern nacheinander, das ist klar. Wir haben den Ablauf und die Filme sind immer die gleichen, die können wir nicht. Aber alles andere, ey, da bist du am Spielen, und das merken die Leute, die dann mehrmals kommen, die merken, hey, ist einfach anders. Das letzte Mal ist anders. Ich weiß nicht mehr genau, was dran. Etwas ist anders gewesen. Ist das letzte Mal auch schon gewesen? Das, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, das merkt man auch bei zum Beispiel deutschen Kollegen, die entweder auf so zwei, drei Termine in der Schweiz machen und sich nicht einmal die Mühe machen, irgendwie Euro in Franken umzuwandeln und so weiter. Das merken die Leute. Ja. Weil es dann eben so auf so eine Ahnenschmettern ist. Ja, ja, ja. Und dann natürlich Überbeispiel mit der Meier, wo eine halbe Stunde nur Schweizer Material klar, macht. Kaya Janar. Oder Kaya, der ein ganzes Programm gemacht hat. Ja, klar. Aber ich glaube, die Leute merken auch im Kleinen, ob du jetzt eben absolut nicht nur irgendwie Euro in Franken umwandelst. Nein, ist klar. Die merken auch, wenn du nicht da bist für die Menschen. Das ist, aber das ist Social Media, ist das, wenn du das Gefühl hast, du kannst Insta-Videos bei TikTok noch ein bisschen aufladen. Das merkt Gut, TikTok auf Instagram funktioniert nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ja. Also genau, auf Stories, ja, das mache ich manchmal auch. Bist du auf TikTok? Ja. Aber eigentlich als Versuchskaninchen, ob es sich lohnt. Weißt du, wir sind ein bisschen alt für TikTok. Ich habe nicht einmal einen Account, aber ich habe die App und du kannst ja einfach so rein und dann kann Sachen. Ja, das ist aber lustig. Das ist wirklich noch unterhaltsam. Ja, absolut. Nein, ich finde es auch. Und ich habe schon x Sachen rausgeschrieben. Wir haben es eigentlich grundsätzlich gemacht für neue Inspiration, weil lustige Sachen sind. Sehr viele lustige Sachen, muss ich sagen. Und dann haben wir aber einen Account mit Divertimento gemacht, wo wir Sachen überkopiert haben. Und dann habe ich auch einen gemacht. Weil wir sind manchmal zum Teil ein bisschen die Hände gebunden auf Insta. Weil ich zu Divertimento gehöre. Und wir haben so Sachen, die, die Leute nicht gerne annehmen von uns. Wo sie lieber von deutschen Komikern oder so hören. Oder vom Büssi, der das darf. Der darf mal unter die Linie und richtig rein. Und wenn wir das machen, ist es ein bisschen komisch. Und auf TikTok darf ich das dann auch, weil die kennen mich nicht. Also es ist eben lustig. Auf Facebook schreiben sie, du wärst mein Schwiegersohn. Auf Instagram schreiben sie, ich glaube, ich bin mit dir ein Kinski. Und auf TikTok schreiben sie sehen aus wie mein Vater. Denke, ach du Scheiße. Aber es ist ein bisschen so. Ja. Yeah. Ja, aber offenbar sehe ich aus wie viele Väter. Ja, es ist eine sehr spürbare Dad-Vibes. Ja, absolut. Ich habe schon eine väterliche. Nein, ich finde es manchmal wirklich komisch, wenn du denkst, okay, es ist wirklich komisch, sich dort zu tummeln, wenn so viel. Jetzt unterdessen sind auch viele. Ja, 25 bis 35-Jährige drauf. Aber sonst ist es schon ein bisschen komisch. Man will ja nicht diesen 14 bis 18-Jährigen etwas wegnehmen, was eigentlich reingehört. Ja. Aber jetzt habe ich nicht mehr so ein schlechtes Gewissen. Es kommen immer mehr. Also, machst du jetzt also die Challenges und so? Das nein, das mache ich nicht. Nein, das lohne ich dann. Also eben, nein. Und synchron. Ja, und ich und tanzen. Lustig wäre es schon. Ich habe mir mal überlegt, auf TikTok zu gehen, um einfach die Sachen auszuprobieren. Ja. Und dann schauen, was passiert. Weil, nein, es ist mega lustig. Weil es wird sicher absolut bescheuert aussehen, wenn ich probiere. Ja, gut, das geht noch. Ja, das könnte. Das ist noch der einfachste. Ja, könnte jetzt auch noch. Nein, aber sonst ist das Zeug. Das,
ich staune immer wieder. Ich habe mit 16 geraucht und gesoffen. Aber sicher nicht. Jeden Tag Gym, am Abend kein Kohlenhydrat, kein Mineralwasser, nur ohne, weil es hat ja Säure in der Kohlensäure. Yeah. Und ich dachte, what the hell, du bist 16. Das staune ich im Fall mega. 6 Red Bull. Ja, genau, vor dem Denner in Sissa. Nach der Kante, ja, genau, das haben wir gemacht. Nein, da staune ich immer wieder. Das ist echt, da ist die Welt anders geworden. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass also, früher hat es immer geheißen, ja, die Jugend von heute, so schlimm sind wir nicht gesehen. Und jetzt habe ich eben zum Teil das Gefühl, hey, aber lebt irgendwann noch? Absolut. Nein, und das widerspricht sich jetzt ein bisschen mit meinem Heiko von der Langstrasse. Aber das finde ich sehr oft, wenn ich dann die sehe. Und ich habe auch der Sohn von unserem Manager, ist mit seinen Kollegen, also sind Fußballer. Hey, wenn ich sehe, wie die zu Nacht essen, weißt du, 19-Jährige. Und sie essen zum Nacht keine Kohle. Ja, wirklich? Und haben stilles Wasser bestellt, weil es hat Kohlensäure und Säure ist eine Säure. Ja. Mit 19 habe ich doch einfach gefressen, was ich konnte. Ja. Und die Challenges waren 16 Knoppers. Mhm. Und wie viel Tamtam kannst du? Ich habe 15, ohne zu kotzen. Ja. Das ist doch irgendwie. Aber nicht, der Kollege hat mal 9 Big Mac können essen. Nein! Ja, das ist dann eine geile Geschichte. Ja, aber dem ist schlecht gegangen. Natürlich. Geschwitzt. Oder Schnupftabak ist auch immer ein grosses Ding. Natürlich. Ja, nein. Und eine Schnupfmaschine. Ein CD-Cover voll hat er weggeschnupft. Ach du Scheiße. Eben. Und dann bist du gesehen, boah, würde ich nie machen, aber du bist ein Held. Ja, du bist mein Held. Ich will das, was sein wie du. Ich mache es nicht, aber ich will sein wie du. Ja. Nein, natürlich, aber eben, ich versuche meistens nicht zu werden, weil es nicht besser oder schlechter. Aber manchmal wünsche ich mir schon und denke, hey, ich verstehe auch, wenn dann irgendein Scheiß passiert. Die müssen ja auch irgendein ist. Mhm. Und ich weiß, ey, wir sind auf dem Heimweg, aus dem Ausgang, bist doch, weil ich kotzt habe im Bus, dann haben sie mich rausgestellt, irgendwo, haben wir sie heimlaufen und nachher dachte ich, hey, schau jetzt mal, kennst du die Weinflaschen, die unten dran noch so, 1,5 Liter jetzt früher. So Basten. Ja, so Basten. Eine Basten. So eine habe ich dabei gehabt. So eine gewobene. Ja, und aber es war Anfang Künstler da, ich habe immer einen Schal angehabt, der grosse Brille, weil sonst bin ich Künstler. Und dann habe ich die Weinflasche dabei, Chianti. Und dann bin ich, ich bin Künstler und jetzt hole ich Inspiration. Das geht nur auf einem Bauplatz und bin dort auf einen Kranen aufgeklettert und führen. Und bin dort führen gekommen und da Wein getrunken. Kanütel dicht. Weißt du, denkst, okay, fuck. Aber das passiert dann nichts, weil das muss so sein. Mhm. Und ich bin nachher da und dachte, ich bin ein wahrer Künstler. Ich habe Inspiration geholt. Natürlich. Nicht mehr gewusst am ersten Tag. Wobei, dort sehe ich auch wieder die Gefahr, weil ich so denke, viele können wahrscheinlich gar nicht so ein Leben leben, wie wir früher noch, weil eben konstant immer gefilmt wird. Ja. Nachher in irgendeiner WhatsApp-Gruppe ist das schon für ja, nein, ist klar. X Menschen sichtbar. Ja. Und so weiter und so fort. Das stimmt. Nein, und das ist sicher auch eine grosse Hemmschwelle. Du kannst ja, also, und das ist ja nicht unbedingt per se schlecht. Das ist ja gut, wenn man noch eine Hemmschwelle hat. Yeah. Aber also, ich bin froh gewesen, dass vieles einfach dort geblieben ist, wo ich dann den Scheiß angestellt habe. Und jetzt mit der Bekanntheit hast du manchmal das Gefühl, du kannst dich nicht so verhalten oder benehmen, wie du gerne würdest wollen. Weißt du, die Schweiz, das wissen wir ja alle, die Schweiz ist sehr liberal. Yeah. Aber es ist so, dass man in Beobachtung steht. Die Schweizer, die ganz Mutigen, die machen jetzt Fotos mit einem. Aber 80% von denen, die einen kennen, kennen wir nicht alle, aber 80% von denen, die einen kennen, die tun einem beobachten. Und sie sagen so laut, dass man es nebenan hört. Yeah, yeah. Du, das ist doch der Fischer. Er hat ein bisschen zugenommen. Ich stehe nebendran. Okay. Und das Beobachten zu sein, empfinde ich als unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Also ich merke auch, das sagt mein Mann auch, dass ich bin gerade in Sizilien gewesen, 2 Wochen, dass ich in Sizilien, dass ich in Südafrika, dass ich ein anderer Mensch bin. Dass ich wie entspannter bin, ich schwätze ein bisschen tiefer, ich muss nicht wirken. Und das glaube ich. Sobald ich rausgehe, gehe einkaufen, ich bin jetzt froh um Masken und so, das finde ich eigentlich geil. Kappen und Masken ist super. Yeah. Ja, nein, und dann gehe ich gehe auch sonst im Trainer, aber ich merke, dass die Leute schauen. Yeah, und sie würden nicht schauen, wenn man die Stimme oder das Gesicht nicht kennen würde. Und das ist ein Privileg. Früher habe ich mich gefreut,
immer gehofft, ich habe mit Kollegen immer an das Weihnachtsfest gehofft, dass ich von mix Leuten angesprochen werde, keine Sau mehr kennt. Ja. Ich war immer sehr gefrustet. Und jetzt ist es manchmal so, dass ich wirklich gerne einfach mit meinem Mann noch in einem oder ins Theater. Ich gehe wenige Momente weg, auch Veranstaltungen schauen. Ja, wie man immer ein bisschen beobachtet, lacht. Also ich finde es auch bei Berufskollegen das Mühsamste, wenn alle schauen, hat er gelacht. Und ich, was hat er gelacht? Ich lasse mich doch einfach lachen dort, wo ich... Und sonst, das gibt gerade eine Wertung. Ja. Ich finde es auch zum Beispiel bei Konzert, also es kommt ja schon sowieso, aber auch bei Konzert möglichst weit hinten sein, damit eben ja nicht jemand schaut, wie findet man es jetzt, wie gefällt es einem, etc. Ja, oder eben, oder wie viel trinkt man, oder jetzt raucht man, manchmal Zigarre. Ja. Und Zigarren wirkt einfach so hure protzig. Ja, aber es ist etwas mega geil. Ja, ich habe aufgehört, ich habe als Teenager auch viel geraucht und kifft und alles eigentlich. Aber mit allem aufgehört. Und Zigarren finde ich aber noch geil, weil das ist so, aber ey, der Prol dort. Oder? Ja, ja. Und das kannst du auch fast nicht diskret machen und das finde ich dann so geil. Und das bedeutet mir dann auch mehr, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn ich in Südafrika an einer Kasse stehe und irgendein, ich meine, der an der Kasse sagt, wow, hey, du bist ein funny guy. Wirklich sehr sympathisch. Mit dir würde ich gerade ein Bier trinken. Er dachte, wow, das bedeutet mir aber 100-mal mehr als jemand, der mich hier kennt. Und dann, dann ist es geht nicht um Person, sondern es geht dann um das, was ich spiele auf der Bühne. Und das finde ich immer schwierig zu unterscheiden. Habe ich übrigens auch sehr schwierig gefunden in der Partnerwahl. Als ich relativ Single war, ich habe das Gefühl, die Leute wollen etwas von dem, was auf der Bühne steht. Und der ist einfach anders als der andere. Und der andere wollen es nicht. Das ist ein bisschen Frust. Der dort ist toll, aber der hier. Den privat lieber nicht. Und das ist scheiße. Ja, das ist auch schwierig zum, für Partner zu abstrahieren, dass es eben eine Bühnenfigur gibt und eine Privatperson. Ja, klar. Und dass man das zum Teil auch nicht will mischen. Also, ja, absolut. Ich, ganz viele Kollegen, haben auch keinen Bock, irgendwie eben etwas Privates nach Hause zu tragen oder umgekehrt. Und das heißt, wenn die Leute um dich herum wissen, wie du bist, ist gut, aber alles andere ist jetzt nicht so wichtig. Du musst ja nicht immer alles gerade stellen können, oder? Ja, nein, und das darf, also das finde ich auch geil. Der krasseste ist ja, wir haben mit denen mal einen Auftritt gehabt, mit dem Atze Schröder. Und der, doch, ich rede vom Richtigen, der hat ja die Perücke an. Ja. Der kennt gar niemand. Nein. Also im Alltag kennt der keine Sau. Wenn er nicht die blaue Brille und die Lockenperücke hat. Und nein. Der ist im Heiter ist der im Backstage gewesen. Und ich habe gemeint, das ist der Techniker von Matze. Yeah. Und er hat Hochdeutsch geschwätzt und dann gesagt, okay, wir kommen dir dran. Und, so. Yeah. Und als er verschwätzt hat, höre ich die Stimme und dachte, oh fuck, oh shit. Yeah. Ja, die Stimme wird mir oft zum Verhängnis. Ja, das ist klar. Aber das finde ich eigentlich noch geil, wenn ich muss sagen, okay, du spielst eine Figur, cool, mega. Und es gibt ja auch bei unseren Berufskollegen gibt es viele, die nur eine Figur spielen, der Simon Entler. Die haben alle das Gefühl, der ist ja so. Und ich dachte, nein, also der Dialekt, vielleicht aber sogar der ist nicht übertrieben. Ja. Aber das ist ein anderer Typ. Der spielt jetzt nicht sich vielleicht so viel, wie wir ja alle. Wir haben alle uns selber drin. Aber das ist manchmal schwierig. Eben, also, weil wir spielen eigentlich auch unsere Figuren, die wir haben, der Manu als dummer August und ich, der weisse Klon, das ist im Privatleben fast umgekehrt. Und das mag einem dann manchmal. Also, weil der Manu hat Kinder und das ist klar. Wenn du Kinder hast, dann bist du Papi und dann musst du nach der Show gleich heim und so. Aber die Leute haben immer gesagt, ja, und der Manu, und dann geht der steil und in den Ausgang und dann ist er noch in einer Heavy-Metal-Band, gell? Ja, die trinken sie irgendwie halb Spanasch zusammen und dann gehen sie heim. Und das ist und dann sagen die, ja, und du bist eh wieder streng mit dem Manu, gell? Und du denkst, ich bin streng mit dem Manu. Also, das ist natürlich nicht gut. Aber das ist halt das, was man nach Hause zeigt irgendwie. Ja, und dann nehmen das die Leute auch so. Früher habe ich das mega wirklich mega mögen. Das war auch fast ein Trainingsgrund bei Manu und bei mir. Und unterdessen schätzen wir das auch und manchmal kokettieren wir dann auch damit, weil wir es natürlich auch auf die Spitze treiben. Ja, aber du musst ja irgendwann wie akzeptieren, dass du das eh nicht mehr ändern kannst. Nein, ja, nein. Oder? Nein, und man muss nicht mehr früher das wählen. Aber vielleicht war es bei dir jetzt mit 30 gewesen, bei mir ist es mit 40, wenn ich kann sagen, hey, das Versuchen, möglichst vielen oder allen zu gefallen, das ist ein endloser Scheisskampf. Das habe ich immer noch, aber schaffe ich auch dran. Also, ja, das ist einfach sehr schwierig. Es fängt ja vor allem dort schon mal an, dass man auf einmal sagt, das will ich jetzt nicht. Ja, nein sagen, ist sehr schwierig. Ja. Nein, mir ist klar, zwei kleine Kinder, die im Coop ein Foto mit einem machen wollen, und du musst sagen, heute geht es nicht.
das ist scheiße. Das ist auch schwierig zu mahnen und die finden einem dann vielleicht scheiße nach dem Leben lang. Aber es gehört dazu, dann haben sie den Scheiss-Tag von einem verwünscht. Aber wenn du am Tag 20 Mal dich übergehst und das 20 Mal machst, dann geht es dir am Abend so geschissen, dass es nachher schizophren wird, wenn du auf die Bühne gehst, lustig sein. Ja, ja. Also, ja. Da hatte ich mal an einem Konzert von Kollegen und bin ich krank gesehen. Weißt du, so, wirklich. Das ist aber genau der Punkt, wo ich so denke, auch Comedy-Shows von Kollegen und was weiß ich schauen. Ich würde mega gerne einfach unsichtbar das schauen und nachher irgendwie können Feedback geben und sagen, ich habe es mega toll gefunden, sehr tolles Konzert, sehr tolle Show, was auch immer, ohne das Ganze drumherum. Und dort habe ich aber wirklich gesagt, das sind gute Freunde, die machen jetzt ein riesen Konzert und ich gehe. Aber ich habe es meinem Kollegen gesagt, ich habe gesagt, wir gehen ganz am Schluss eben nur hinten rein und sobald es Licht da geht, sind wir weg. Ja, ja, ist klar. Und dann bin ich noch ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen schnuppern und so. Und dann sind wir dort hinten und dann kommt irgendwie jemand und will ein Foto machen. Oder? Und ich so, ja, okay, eins, ja. Eben, es ist ja dunkel und wir sind hinten. So, und dann ist aber das Licht nicht genug gut gewesen. Ja, eben. Blitz, bumm. Die Leute schauen hinten. Die Leute schauen? Ja, und danach ist es losgegangen und danach sind sie ohne Scheiß, und ich habe das sonst nicht wirklich oft, ja, aber dort sind sie dann Schlange gestanden. Ach du Scheiß, ja. Weil halt die Hemmschwelle, wenn sie mal durchbrochen, einer macht, genau, wenn sie durchbrochen ist, dann geht es los. Ja. Und mein Kollege ist wirklich mit der Zeit ist verreckt vor Lachen, weil er hat ja gewusst, wie es mir geht, dass ich heute auf keinen Fall Bock habe, bla bla bla. Ach du Scheiße. Ja, das ist ein schwieriger Moment. Dann hat er irgendwann extra gesagt, ja, das Licht ist so schlecht, was ich mache mit dem iPhone. Nein, Arschloch, ja. Nein, das habe ich auch. Letztes Mal bin ich mit einem Kollegen Tennis spielen, also in Tennisferien. Mein Trauzeug ist ein riesen Brummer, ein Kopf grösser als ich, Polizist in Zürich. Und dann bin ich ins Flugzeug eingestiegen und der hat, also ich bin vor ihm rein und bin hinter. Und dann steigt der ein, ziemlich als Letzter, und brüllt überall: Hey, ist das nicht der von die Werte Welt? Hey, das war ein Scheissflug. Hey, das ist der Hass. Und er ist natürlich auch fast verreckt. Ich habe schon ein Cap schon unten gehabt. So. Aber gut, eben, ich denke immer, wenn ich wieder Deutschland, England, USA und so sehe, ist ja alles bei uns easy. Aber im kleinen Rahmen schießt es einem gleich an. Ja, eben, ich finde das Beobachten fast anstrengender, als wenn es schnell eine Konfrontation gibt. Ja, absolut. Wo man sagt, irgendwie, ich finde die so und so, du kannst auf das reagieren. Natürlich. Oder? Nein, natürlich. Das Beobachten ist ganz obig. Ja. Also an allen Tischen rundherum wird ein Küchelet. Mhm. Und der im Service auch noch. Und dann kommen sie noch und sagen, hey, wir haben den Ihnen, das haben alle gehört, noch extra gedacht, wir könnten Ihnen ein Prosecco schenken. Man macht gerade einen alkoholfreien Monat. Und alle denken, jetzt kommt er da über, sauft er nicht einmal die Arroganz. Yeah. Weil er höchstwahrscheinlich nur Champagner trinkt. Ah, das sind scheiß Situationen. Und ich habe schon Kollegen gesehen, dass eben, wenn sie anfangen beobachtet werden, dass sie dann wie extra performen. Ja, dass die Kollegen schnell. Sehen wir aber die gleichen. Yeah. Aber es ist immer noch spannend, weil dann haben die Leute ja eigentlich das gekriegt, was sie haben wollen. Ja. Und dann hast du nachher ein bisschen deine Ruhe. So. Das stimmt. Ja, aber wir haben auch einen Kollegen, der dann nicht aufhört. Das stimmt, ja. Der könnte mit dem Hut rumgehen nachher. Ja, aber das ist seine Sache. Ich finde, das ist ja auch völlig legitim. Mich stört das. Ich tue oft beim Reservieren fragen, gibt es einen Rampplatz? Ja. Im Rest ist es so. Weil es mir nicht wohl ist. Ich sitze immer mit dem Gesicht zur Wand. Ja, ich auch, rücken. Aber eben die Stimme, die hure Stimme. Aber es geht auch mehr darum, dass ich dann nicht die ganze Zeit Menschen sehe, wie sie schauen. Weil dann ist mir mehr Wurst. Ja, das stimmt, klar. Weißt du? Ja. So. Und der Benny Turner hat mir das mal gesagt. Er hat gesagt, er sitzt immer mit dem Rücken zu den Leuten. Und zwar bin ich ein anderer gesehen, weil er gesagt hat, er will nicht, dass die Menschen ihn sehen, essen. Wirklich? Aber es hat eben etwas mit dem Beobachten. Nein, ja, sie schauen zu und du isst es. Es ist irgendeine Bruschetta und dann hängt dir ein Stückchen Tomaten. Ja, du bist am Sauen und isst es zu viel. Ja, nein, ist klar. Als ich 40 geworden bin, habe ich eine Gentleman's Night gemacht. Nur Herren eingeladen und noch klassische Musik mit so geil und Zigarren und hure geil. Und dort auch, dann habe ich das Lokal gemietet. Und
ich habe einfach gesagt, hey, einfach einmal will ich nur Freunde, dass ich mich gehen lassen kann. Mhm. Und natürlich habe ich zu viel getrunken. Und natürlich ist es dann ausgegartet, wie das auch muss am 40. Und dann sind Leute, die draussen durchgelaufen sind, noch reingekommen, weil sie sehen, dass ich das bin, um Fotos zu machen. Oh, Scheiße. Hey, und da bin ich ausgerastet. Und ich glaube, es gibt 4-5 Leute auf dieser Welt, die denken, so eine schlimme Person haben wir noch nie gesehen wie der Fischer. Wenn ich dann angetrunken bin und extra noch für wirklich viel Geld das Lokal miete, yeah, und nicht will, und ey, dort habe ich also ganz schlimme Sachen, den Menschen gesagt. Aber gut, das hätte sein. Und dann müssen, jetzt bin ich 40, jetzt darf ich die Sachen sagen. Nein, dann geben wir uns mega müde, der Mann und ich, dass wir echt seit 40, der Mann seit 1,5 Jahren, bei mir seit einem Jahr, dass wir probieren, ey, wir müssen nicht mehr um zu verrecken allen gefallen. Und wenn wir jetzt an dem Freude haben, dann machen wir das. Mhm. Nicht auf der Bühne, das haben wir schon vorher gemacht auf der Bühne, aber sonst. Und sonst machen wir die Sachen nicht mehr. Und wir sagen, wenn wir an etwas nicht Freude haben. Mhm. Und wir sagen auch nach der Show, all die angetrunkenen Herren, die einem da noch Witz erzählen wollen, die wir noch mal können. Die grottenschlecht sind. Ja, ja. Und vor allem hat eh jeder schon mal gehört. Ja, ja, natürlich. Und dann können sie nicht erzählen und fragen ihm, du Annemarie, was war ein Türk, ein Jugo und wer ist noch dabei gewesen? Dann denkst du, also komm. Und es hören wieder 50 Leute zu und wollen schauen, wie du reagierst. Mhm. Ich finde es mühsam. Und unterdessen können wir uns da auch distanzieren und sagen, oh, schreiben Sie doch das unserem Management. Und es ist eigentlich auch noch sympathisch. Irgendwie. Jetzt habe ich gerade einen Journalist gehabt, der gefunden hat, er erzählt mir einen Witz. Wirklich? Mhm, im Interview. Weißt okay. Du? Vielleicht kennst du ja den. Und so. Ach, Scheiße. Wieso? Oh nein, ist wirklich wieso? Ja. Nein, also eben zwei Sachen. Das, erzähl mir deinen Lieblingswitz. Ich nehme das Hund nachher noch, die Sparte. Nein. Wir machen nachher all das Zeugs noch, ja. Nein, ey. Und ich aus Prinzip. Und früher haben wir das gemacht. Wir haben früher immer Gitarre dabei gehabt und haben uns ein Nümmerli gemacht. Im Energy und überall. Ja. Jetzt könnt ihr noch 30 Sekunden ein Nümmerli bringen. Ja, ja, ja. Machst du noch Verkehrsmeldungen als Ursula? Hey. Nein, das machen wir nicht mehr. Und dann gibt es solche, die sagen, früher sind es lustig gewesen, wir haben alles können machen mit euch. Ja, jetzt nicht mehr. Mhm. Und nicht, weil wir arrogant geworden sind, nein, sondern weil wir nicht mehr, wir sind nicht einfach Edelhuren. Mhm. Und wir werden ja nicht einmal bezahlt. Also. Ja, und ich glaube, es ist eben auch wichtig, merken auch mittlerweile 2-3 Kollegen von uns, dass wir nicht immer überall, auch bei Medienterminen, muss lustig sein. Ja, nein, ja. Weil ich habe das Gefühl, das macht zum Teil dann auch den Job ein bisschen weniger wertvoll. Absolut. Weil eben die Leute das Gefühl haben, es ist oft ein lustiger Verbruf. Aber wird das Doku zeigt, wie wir alle die Geschichten von euch zeigen, wie wir das alle kennen, es ist auch viel Arbeit dahinter. Und ich meine es nicht negativ im Sinne von, wir sind arme Menschen. Nein, ist toll, ich mache es auch gern. Eben, ich mache es mega gern, aber es ist viel Arbeit. Und wenn man dann mit irgendwie 37 Gags aus dem Programm in jedem Medientermin da rumballert und was weiß ich. Nein, und ehrlicherweise muss ich das auch sagen, das habe ich auch ein bisschen beim Lockdown ein bisschen, zum Teil dann fragwürdig gefunden. Weißt du, der Aktivismus, der gekommen ist, wo dann alle haben davon ihre Programme vor leeren Sälen spielen und so. Und ich dachte, hey, jetzt verkauft ihr euch unter dem Wert. Genau. Ihr habt das geschrieben, ihr habt probiert, ihr habt Produktionskosten. Jetzt haut das hier nicht für 14 Leute gratis raus. Mhm. Oder 400, ich weiß nicht, wie viele Follower das haben. Aber das, jetzt verkauft, warum solltet ihr nachher noch für 60 Franken oder 50 Franken ins Theater kommen? Ja, yeah. Und ich habe es verstanden, es ist aus einer Verzweiflung raus. Und nicht bei allen aus einer Verzweiflung, bei den einen auch, weil sie das Gefühl haben, jetzt ist der Moment zum durchstarten. Aber wo ich finde, es ist etwas anderes, ob die Leute, das wissen wir ja auch, wenn ich zuhause am 5 Uhr muss früher aufhören mit arbeiten und ich nehme ein Sandwich mit auf den Weg und fahre noch jemanden hin, mache mich schick und gehe ins Theater rein und zeige mir das Billett, dann gebe ich die Jacke ab und hocke dann ins Abt rein. Das ist ganz eine andere Stimmung. Und dann kann man das auch wertschätzen, was kommt. Und wenn es nur ist, ich liege zuhause auf dem Sofa, frisse Chips, und schaut da schnell auf Insta die Live-Stories durch und merkt, der zeigt jetzt ein bisschen von seinem Programm, finde ich nicht so lustig. Das auch. Das ist ein bisschen, man tut sich selber ein bisschen degradieren, habe ich das Gefühl. Ja, was ich jetzt in letzter Woche gemacht habe, ist mein letztes Programm aufgeladen. Weil ich tue immer die alten Programme raus, wenn ich sie abgespielt habe. Ja, gut. Aber ich habe auch nicht verstanden, dass
das Lockdown performen. Also auch bei Musikern, die haben ja, viele haben ja nachher dann Problem gehabt. Ja, klar. Weil, wo sie dann wieder haben dürfen, für Geld nehmen auf. Kommt nicht mehr, ich habe es gesehen. Sind sie für irgendwelche Hungerlöhne angefragt worden. Und dann haben sie gesagt, nein, ich koste so und so viel. Dann heißt, aber die haben ja jedes Wochenende Livestreams gemacht und alle die Songs immer gespielt. Und, ist klar. Ich will es nicht in Frage stellen, weil in dem Moment, es ist ja so viel auf einmal gebrochen. Man hat nicht gewusst, wie reagieren. Ich habe einfach schon dort bei 2-3 und gedacht, schade, das hast du nicht nötig. Geile Sicht, geile Sachen, was du da machst. Aber Entschuldigung, die Hei aus der Stube wirkt einfach nicht ganz so geil, wie es wäre, wie es könnte sein. Ja. Und das andere machen wir ja alle, dass wir unsere Sachen, wenn wir es abgespielt haben, dann zeigen wir es noch. Die können es verkaufen, ich muss es gratis aus. Ja, das haben wir lange nicht gemacht. Nein, aber genau aus dem Grund, weil ja eben das Live-Erlebnis völlig anders ist. Ja, klar. Und Menschen das auch verstehen. Und wenn sie dann wirklich etwas wollen erleben, klar. Dann kannst du das nicht vergleichen mit einem YouTube-Video oder was weiß ich. Nein, und das ist auch etwas, wo ich. Und ich habe grossen Respekt vor all diesen Influencern. Das ist ein Hurenkrampf. Also weißt du, jeden Tag dreimal etwas Originelles machen. Sieben Tage. 24. Hey, das ist ein Druck, also den will ich nicht vor die Tür geschissen haben. Das ist wirklich ein Krampf. Aber es ist gleich, die Wertigkeit ist eine andere. Und das ist etwas, was mir überhaupt nicht Angst macht. Weil alle kommen und sagen, du, jetzt haben wir so viele neue Komiker und all die lustigen Comedians da auf TikTok und so. Und sagen, du, das ist ein grosser Unterschied. Wenn so einer auf die Bühne geht, ich weiss ja nicht, wie viele Leute das 50 Franken in die Hand nehmen, dass er das Ticket zahlt, am Abend anreisen und dort reinhocken. Und da haben wir ja schon Beispiele gehabt. Doch, sie machen es, wenn, dann machen sie es einmal. Genau. Und dann ist das aber auch gewesen. Und dann ist es gewesen. Und das andere, das wissen wir jetzt selber, ein Live-Konzert ist auch etwas anderes, als am Fernsehen die Worte zu schauen. Und das ist, also Comedy noch krasser. Es gibt wenig Comedy-Programme, wo ich zu Hause auf dem Sofa lache. Es muss wie noch 10-mal lustiger sein, dass du auf dem Sofa zu Hause fährst von lachen. Ja. Und im Publikum mit den anderen Leuten zusammen, du bist extra herangereist, dann ist das auch ein Erlebnis. Du zahlst auch für das, dass du zusammen mit anderen darfst lachen. Ja, und ich finde es umso faszinierender, dass wenn eben mir etwas schon daheim gefällt, also weißt du, gesehen irgendein Ami-Stand-Up, den ich schon seit Jahren toll finde, und dann sehe ich den effektiv mal live. Ja, nein. Dann ist es wirklich eines der besten Erlebnisse von meinem Leben. Ja, klar. Weißt du? Ja, weil es 10-mal besser ist noch. Und du findest es sonst schon geil. Ja, ja. Nein, ist klar. Unglaublich. Das ist es so. Unglaublich. Was wollte ich sagen? Was bei euch aber hilft, habe ich mit dem Manu schon darüber geschwätzt, mit dieser ganzen Szene und eurem Erfolg, ist, dass dir eben, auch wenn du jetzt einmal sagst, man muss nicht mehr alles machen, dass dir nette Menschen sind. Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Also ich weiss nicht, wir hören es jemandem, der Adrian Steiner vom Zelt, der Direktor, ist immer überrascht, weil wir am wenigsten Ansprüche haben. Also wir haben nein, wir sagen, also das Einzige, was wir haben, ist stilles Wasser und mit. Mit und ohne. Yeah. Und wenn wir das haben, dann können wir. Und da staunen die Leute manchmal. Aber es ist so, dass wir haben irgendwie kein anderes Umfeld. Einerseits sind wir immer noch die Buben wie vor 20 Jahren, wo wir angefangen haben. Mhm. Wir haben angefangen für uns, ohne Filmen und nichts. Zusammen lustig haben, zusammen blöd tun. Nur für uns, weil wir Freude haben. Wir haben einfach Kleiderlis gespielt. Ich habe ihm Kleider angelegt und gesagt, du musst das anlegen. Und jetzt gehen wir auf die Straße raus und ich habe etwas anderes angelegt. Und wir haben müssen zusammen spielen. Das haben wir in unseren Ferien gemacht. Also, strange. Und das sind wir aber immer noch ein bisschen. Und wir haben das gleiche Umfeld. Also, Manu, seine Bandkollegen, die habe ich vor 20 Jahren kennengelernt. Die mit der, es ist seine Schulband. Der Sänger ist ein anderer. Aber ich kenne die aus dem FC. Früher war Manu im FC, weil ich einen Match schaue. Und die sind mit ihm im FC gesehen, mit ihm die Schulband. Und das sind jetzt noch seine Band. Und meine Semi-Buben, wo ich seit 26, 24 Jahre kenne, mit denen gehe ich jeden Sommer in die Ferien und die, einmal im Monat machen wir, oder alle zwei Monate im Moment, weil sie alle Papi geworden sind, machen wir Schinkenabend. Und die meisten haben nicht einmal Social Media, die kommen nicht einmal mit, wenn wir ein neues Programm haben oder im Fernsehen kommen. Yeah. Du, meine Mutter hat gesagt, bist du wieder im Fernsehen gekommen. Ja. Aber sie wissen nicht. Aber das ist für mich eigentlich wie angenehm. Und das hat sicher damit zu tun, das muss ich sagen, im Umfeld.
wir haben nicht das Umfeld gewechselt und plötzlich ist man nur noch in dieser Promi-Szene und alle tun einem gegenseitig Bauchpinseln und sagen, wie wichtig dass wir doch sind und ohne uns funktioniert die Welt nicht. Und das haben wir jetzt auch das letzte halbe Jahr wieder gesehen, dass die Welt sehr gut funktioniert ohne uns. Aber ich glaube, das ist mega wichtig gesehen, weil zum Beispiel du bist ein wichtiger Teil gewesen, in meiner Entwicklung, weil du im Berner Theater moderiert hast, die Stand-Up-Comedy-Show, wo ich mittlerweile darf moderieren. Ja. Und es ist einer meiner ersten Auftritte gesehen, im grösseren Rahmen, sage ich jetzt mal, und dann habe ich dich kennengelernt. Ja. Und allein schon die Erwartung, dass wenn jemand so erfolgreich ist, kann die Person eigentlich gar nicht nett sein. Die haben sehr viele Menschen, die nichts mit dem zu tun haben. Ja. Und hat aber mir dann gerade die Bestätigung gegeben, dass man eben nicht muss ein Arschloch sein, zum erfolgreich sein. Und wenn man erfolgreich ist, muss ein Arschloch werden, sozusagen. Ja, das hast du schön gesagt. Nein, das muss man nicht. Und das hilft dann eben, habe ich das Gefühl, auch für die ganze Szene, vor allem eben, wenn du hörst, wie in der Musik Leute sich nicht mögen und was weiß ich, dass wir es irgendwie schaffen, einen angenehmen Umgang zu haben. Und eben auch Menschen, die nachkommen, nicht Steine in den Weg zu legen. Nein, aber eben, das finde ich auch, das ist ein Privileg, das habe ich auch wieder gefunden am Swiss Comedy Award. Die Stimmung ist eine andere als am Swiss Music Award, das muss man einfach sagen. Weil dort, wenn der eine gewinnt, alle rundherum kommen drauf und die andere Seite, die schüttelt den Kopf. Und das ist bei uns nicht. Natürlich, wenn du nominiert bist, freust du dich auch. Wenn es nicht lange ärgert es dich, das ist klar. Aber man mag es einander gönnen. Und ich habe es auch dort wieder gedacht. Ich meine, das war ein typischer Abend. Ich habe mit dem Mann zum Voraus abgemacht, wie du. Wir gehen mega knapp. Und nach der Show. Wir mussten ja Bänder haben für die Aftershow-Party. Die nehmen wir nicht einmal. Wir gehen als Erste raus und heim. Schnitt am Morgen um 4 Uhr war ich der Letzte auf dem Platz. Also du bist noch dort gewesen, wo ich gegangen bin und ich bin als einer der Letzten gegangen. Ja, genau. Nein, das ist, und dann habe ich aber auch sagen, hey, das war so ein Abend. Ich habe mich so gefreut nach den 7 Monaten, die es da gewesen, wo man nicht gespielt hat. Einmal wieder alle Berufskollegen zu sehen, zu sagen, was machst du, wie läuft es bei dir? Und dann mal nicht um Corona, sondern nur noch blöd schnurren. Klatsch und Tratsch, muss auch sein, was ist das Neueste? Hast du das gesehen bei denen auf Insta? Das ist geil. Und das ist aber wohlwollend gewesen. Ich habe dort echt kein böse Wort gehört über irgendwelche Berufskollegen. Und das ist ein Privileg, da bin ich mega froh. Weil das würde mich mega mögen. Wenn du merkst, dass alle dir nicht mögen gönnen oder eben, dass man nachher die Leute kleiner macht, dass sie sind, nur dass sie nicht die Möglichkeit haben, das würde ich scheiße finden. Ja. Aber ich habe Manu gesagt, wo die beim ersten neuen Swiss Comedy Award gewonnen haben, habe ich gemerkt, weil ich ja gerade bei euch gesessen bin, weil ich fast ein bisschen unwohl ist, dass die jetzt gewinnen, weil die ganze Szene dort ist und alle so finden, schon eh klar gesehen, Divertimento gewinnt, logisch und so. Ja, ich bin mich auch für entschuldigt, das hat mich auch aufgeregt gehabt dort. Ich hätte lieber nicht gewonnen, weil ich hätte mir gesagt, wenn ich sage, ja, es ist scheißegal, wenn wir nominiert sind, die gewinnen eh. Wie soll ich mich denn juhu freuen? Das ist Sarsch, oder? Aber ich wegen wobei, in der Musik habe ich das schon gesehen, wie gewisse Leute das dann scheißegal ist. Ja, aha, so, ja, das stimmt. Umso mehr so. Zehnmal mehr. Nein. Nein, das wäre nicht. Ich denke, wir machen alles das Gleiche und ich finde, es ist Königdisziplin, die wir haben. Und nicht zum Musiker abspielen, aber meine Lieblingsnummer im Programm sind Musiknummern. Warum? Ich weiss, nach 2 Minuten 20 ist sie fertig und dann klatschen alle. Yeah. Immer. Yeah. Aus Höflichkeit mindestens. Yeah, yeah. Und wegen dem ist Comedy Königsdisziplin, weil lachen tut nie jemand aus Höflichkeit. Aber du weisst, wenn man müsst lachen und das spüren alle. Und die huren Löcher, die dort entstehen, das ist so schlimm. Und wegen dem, wenn man es dann schafft, dass die Leute wirklich lachen, ist es super. Wenn nicht, ist es das Schlimmste. Und wegen dem finde ich es noch eins mehr. Und das ist auch bei so einem Comedy Award, wo ich denke, okay, du machst es jetzt auf YouTube, du machst es im kleinen Rahmen auf der Bühne, die machen es zu vierten. Das Ziel haben wir alle das Gleiche und allen geht es gleich geschissen, wenn nicht gelachen wird. Ich werde lustig, und das ist übrigens auch online, wenn ich auf eine Pointe arbeite und am Schluss mache ich es und sie kommt nicht, wirst du unten mit 2000 Kommentaren auseinandergenommen und was soll lustig sein, so einen Scheiß habe ich noch nie gesehen. Das ist das Gleiche, wie wenn 2000 Leute still sind da unten. Und wegen dem denke ich, dass wir haben alle den gleichen Auftrag, wir haben am gleichen Freude, können wir es auch unterstützen und zum Glück finde ich auch, dass fast alle etwas wirklich anders machen.
Und alle, die so ein eigenes Ding gefunden haben, also du hast wirklich dein eigenes Ding gefunden, wenn man dann sagt, ja, das ist ein bisschen wie Zuccolini. Nein, geh die zwei schauen, die sind komplett anders. Ja. Und der Rob Spencer, nein, Stand-up ist nicht Stand-up. Geh schauen, das macht jeder anders. Und auch ein Charles und all die haben alle euer Ding jetzt gefunden und dort funktioniert und dann ist es auch keine Konkurrenz alles andere. Es ist nicht, wir sind nicht Fußballclub. Ich bin entweder, ich gehe FC Basel schauen, dafür gehe ich Luzern schauen. Nein. Ich habe gelacht mit meinen Eltern und mit meinen Kindern zusammen. Das werde ich wieder erleben, das ist auch noch lustig. Ich zu dir gehe ich auch noch. Mhm. Darum glaube ich, dass man eben nicht das Publikum wegnimmt, sondern eher bringt. Genau, das denke ich auch. Also, das glaube ich wirklich, ja. Und da staune ich dann auch zum Teil, wie im Deutschen irgendwie so schon fast einzelne Zuschauer zählt wird. Warum hat der jetzt mehr als ich? Und, ja. Und so. Du hast ja genug. ja, nein. Und eben, also, und wir leben, ich denke auch da immer wieder verglichen mit der Musikszene. Uns geht es den meisten wirklich gut. Mhm. Es ist ein Privileg. Hey, wir spielen in dieser kleinen Deutschschweiz. Es ist nicht mal die ganze Schweiz. Wenn wir sagen, die Schweiz 8 Millionen. Nein, es ist Deutschschweiz. 5,2. Und, ja. 5 Millionen. Und wir können 4 Jahre unterwegs sein. Hey, also, wenn du jetzt sagst, es läuft nicht so. Das, jetzt auch Corona. Haben gesagt, hey, also, jetzt einfach klagen und so. Das Letzte. Wir leben seit 20 Jahren ein Privileg und die Berufskollegen auch. Und dann darf man da nicht noch, wenn du eine Band hast und 12 Techniker und so und hast 16 Shows im Jahr, dann schau mal, wie willst du überleben. Und CDs kannst du auch nicht verkaufen. Da haben wir echt, das geht uns, also den Bühnenkünstler besser. Ja. Ja, und was bei euch toll ist, und was ich aber erklärt habe, was eben auch kein Fluch sein kann, ist, dass du ja noch einen Bühnenpartner hast, wo du dann zusammen kannst, das durchstehen und eben zum Teil sagen, man läuft sich gegenseitig auf. Aber Manuel hat gesagt, beim letzten Programm sind sie dann eigentlich in der Entwicklungsphase fast das Gegenteil gesehen. Absolut. Was dann fast noch zusammengeht. Aber im positiven Sinn hast du eigentlich noch jemanden, der sagt, komm jetzt. Absolut. Das Seich ist, dass ich im Manu 20% vom Lohn muss abdrucken muss. Nein, in Sizilien war der Elsner per Zufall auch gewesen, der Michi. Und wir haben es auch davon gehabt. Und etwas, was ich nicht könnte, was ich euch bewundere, ist allein den Druck vor der Show aushalten und den Erfolg nach der Show. Und das sind zwei Gefühle, die du mit niemandem kannst teilen kannst, wenn er nicht teilgehabt hat. Und das ist etwas, was ich nicht könnte. Und das ist etwas, was ich jetzt gemerkt habe bei diesen eigenen Sachen, beim Fernsehen oder bei Stand-Up, das ich moderiert habe. Dass, wenn im Voraus, also gut, bei Stand-Up hat es eine andere Komiker rum gehabt, aber das Teilen ist wirklich halbe Last. Und das merkt, wenn der Mann neben dran ist, wir haben beide nasse Hände. Und wenn geht's los, können wir nicht früher fuck. Und dann heisst es in 7 Minuten, ja, aber es war schachtig. Warum tun wir uns das an? Das kannst du aber halbieren. Und das finde ich krass bei Solokünstlern. Aber auch das Feiern nachher. Wenn du von der Bühne kommst, ist das Gefühl, wo alle, klar, die Manager und alle, die rum sind, sagen, jetzt geht das sicher mega gut, dann ist jetzt das höher und so. Aber sie sagen jetzt, aber ich meine, ich muss dem Mann nach der Show nichts sagen. Wir schauen uns an, du bist. Das ist ein Hochgefühl, das man nicht beschreiben kann. Und das, ich finde, die zwei Momente finde ich noch schwieriger als Schreiben und alles. Die zwei Momente finde ich mega schwierig, wenn man sie allein muss tragen. Das ist aber lustig, wie unterschiedlich die Menschen sind. Ich liebe es. Wirklich? Ja. Ach du Scheiße. Ja. Okay. Aber wirklich? Ja, irgendwie. Ich finde das, aber das ist für mich das Befreiendste an Stand-Up. Wir haben früher Theater gespielt und alles. Und es war immer eben ein Stück wie der Abhängigkeit von anderen Leuten. Und dort habe ich immer so gesagt, nur ich. Wenn ich es verkacke, kann ich noch mehr die Schuld geben, aber wenn es gut läuft, bist du ja nur ich. Weißt du, was ich meine? Ja. Und irgendwie, für mich ist das immer das Befreiende gesehen. Eben auch der Schreibprozess. Es ist irgendwie, wenn ich allein in der Wüste hocke in Kalifornien, und dann die Bombe-Idee kommt, die natürlich dann komplett abkackt vor dem Publikum. Ja. Aber der Moment von dieser Bombe-Idee für mich, da habe ich eine scheisse Freude. Wo ich das Gefühl habe, ich könnte das gar nicht mit jemandem teilen. Weil ich dann das Gefühl habe,
meine Freude ist entweder nicht genug hoch wie die von der anderen Person oder umgekehrt. Ja, das ist oft so, ja. Das verstehe ich, mit Ideen verstehe ich. Ja, der Scheiß ist, wenn du die grosse Idee hast. Mhm. Ich habe Manu auch schon ganze Bücher vorgelegt, die ich geschrieben habe. Und hockst du so eine Idee. Ja, und du wartest nur für Schmutzeln. aber du musst dir vorstellen, es ist dann schon anders, wenn man... Aber es nützt nichts. Yeah. das verstehe ich. Ja. Vielleicht haben wir uns einfach daran gewöhnt. Ich merke, dass es eine richtige Herausforderung ist. Und für uns beide, er jetzt mit seiner Band der letzten Samstag ein Konzert gehabt und hat gesagt, hey, er ist nervös. Zehnmal nervöser. Mhm. Obwohl es eine Band ist, aber einfach, weil wir sind Groove. Fangnetz füreinander. Und ich weiss, ich habe immer ein Fangnetz. Und ich meine, kein Mensch merkt, ob wir daraus gehen oder nicht. Mhm. Weil er spürt es mit dem Tonfall an, jetzt ist meine Panik da, weil ich weiss nicht mehr wo. Und dann kommt es oder macht es anders und umgekehrt auch. Und das sind wir uns so gewöhnt, dass wir, wenn wir allein sind, wie das Vertrauen fehlt, ich mache es dann schon. Aber das ist wahrscheinlich auch, ich kann das sagen, weil ich ja eben nicht so einen Partner habe. Also weißt, wenn ich, frag mich nicht, wenn ich vor wie viele Jahren, 20, 25 Jahren, 20. In einen Raum hineingelaufen war und jemand am Klavier gesehen war und dann irgendwie hat es auch vom Matchen. Stimmt die Geschichte überhaupt? Ja, die ist es so. Ja? Stimmt das wirklich? Ja, das ist wirklich so. Also, der Mann ist am Klavier gesehen und du hast ihn gehört. Und irgendwie haben wir angefangen. Hey, ich bin reingegangen. Ja, nein, und ich bin rein und habe gerade einen fetten Boa hinterher geschwungen und bin so ans Klavier wie so eine Saloon-Diva im Wilden Westen. Und habe irgendetwas in mir Kuderwelsch. Und er hat mega müssen lachen. Und dann haben wir gerade gleich da wie ein Gesangslehrer werden, mich einfach korrigieren. Und wir haben es sehr lustig gefunden. Wir haben uns beide gegenseitig schon auf der Bühne gesehen vorher. Mhm. Und haben uns bewundert, haben uns das aber nie gesagt. Ja. Und dann so, also, doch, die Geschichte ist nicht einmal erfunden. Es gibt ein paar so schöne Geschichten, wo ich immer denke, es tönt wie man das jetzt auf dem Reissbrett entworfen hat, aber es gibt es tatsächlich. Ja, eben, aber weißt, wenn mir das vielleicht passiert wäre, würde ich das Gleiche sagen, oder? Ja, das ist möglich. Ich weiss, es ist vielleicht auch noch typenabhängig. Mhm. Bist du Einzelsportler? Eigentlich schon, ja. Tennis und... Ja, also ich bin kein Sportler. Ja. Ich habe früher Basketball gespielt, aber genau der Team-Aspekt hat mich immer gestört. Wirklich? Ja. Ah, Scheiße. Ja. Aha, ja, aber du bist vielleicht anders. Ich bin Fußballer und das fehlt mir hure beim Tennis jetzt. Ich kann im Fußball spielen. Mhm. Und Beachvolleyball und Volley... Doppel? Kannst du ja doppelt spielen? Ja, das mache ich dann in 25 Jahren. Nein, und das fehlt mir jetzt. Das gemeinsam und wenn es dir nicht läuft, dann rupfe ich dich raus. Und wenn es mir nicht läuft, dann hilf mir bitte. Und wir machen uns keine Vorwürfe, wir machen es gleich, aber wir tun das Gleiche, wie wir keine würden machen. Nein, da bin ich natürlich schon Ego-Sau, das ist so. Ja, gut. Aber es wäre wahrscheinlich gesund, wenn man ab und zu jemanden hat, der helfen. Vielleicht, ich finde einfach in den grössten Momenten, in den geschissensten. Mhm. Dort, in den geschissensten, wir haben auch schon müssen Shows abbrechen, Gala, mal leck, mal was. Haben wir alles nur Englisch sprechende. Wir haben Schweizerdeutsch gespielt. Und dann hatte ich eine Nummer, gehabt, wo ich einen schwulen Sänger gespielt habe, bauchfrei, mit einem so einem... Es ist schon ein Moment her, ich will das heute nicht machen. Und ich gehe vor und singe Eros Ramazzotti und dann kommen die Leute auf die Bühne, weil sie das Gefühl haben, wir sind Tanzgruppe und fangen um mich herum an zu tanzen. Und dann ist mein Lied natürlich fertig und ich habe über schwul gespielt und sage im Techniker, okay, bring's nochmal. Dann habe ich das gleiche Lied nochmal gebracht und dann irgendwie die Leute auf die Bühne schicken. Und dann haben wir sie abbrechen, weil die haben nicht wollen, die wollten weiter tanzen und sagen, new song. Wir sind der Comedy. Und dann, in dem Moment bist du mega froh, wenn du zweite kannst ins Auto steigen und, und kannst fluchen und, oder auch mühsame Fans oder Shows, die abverrecht sind. Dort bin ich mega froh. Mhm. Und bei den grössten Momenten, im Hallenstadion, das hätte ich fast nicht vertreibt am zweiten Abend, aber einer der grössten Momente im Bühnendose ist tatsächlich nach der zweiten Hallenstadion-Show in eine Dusche gehen beim Z. Und mit Champagner, nur mit dem Manu anstoßen und wir haben Zeit für uns und können innen uns feiern und was man das hätte ich schlimm gefunden jetzt allein. Irgendwie. Mhm. Aber ich sage eben, in den ganz grossen, in den ganz scheissigen Momenten, dort ist mir am wichtigsten eigentlich, dass jemand rum ist. Und bei gewissen Proben findest
Jetzt müsste es nicht sein. Also ist nein, ist klar. Also es gibt keinen Menschen, den ich mehr streiten kann als mit dem Manu. Ja, gut, es ist wahrscheinlich auch kein Mensch, der mehr Zeit verbracht hat. Nein, und es gibt keinen Menschen, den mich besser kennt. Also das sage ich immer wieder, das ist auch, das stimmt mein Mann immer wieder. Weil es ist einfach nach 20 Jahren und mit so vielen Drucksituationen, dann ist, man kennt sich echter. Also bei meinem Mann, die kennen natürlich auch alles, aber ich habe weniger Drucksituationen mit meinem Mann, wo, ich dann, wo es einfach schneller lupft oder wo man schneller laut wird. Oder, er sieht die eher privat. Ja, eigentlich nur. Ja. Ja. Oder wo man schneller Schuldzuweisungen macht, durch das, dass Druck gekommen war. Dann tust du, hey, du bist jetzt früher, wegen dem hast du das versichert. Jetzt habe ich schon zwei Vorwürfe in einem Satz. Oder? das passiert dann schneller. Mit Manu, genau. So, wir haben schon irgendwie 75. Stimmt das, Christoph? Ja. Wahnsinn. Also zum langsam auf den Schluss zuzugehen. Schönen Nachmittag. Man hat schon ein bisschen rausgehört aus zwei, drei Sachen. Du bist ein rechter Genießer. Essen, das ist so. Zigarren, das ganze Programm. Das ist oder? So. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Ich habe mich dazu zwingen, diesen Moment zu finden. Ich tue gerne arbeiten. Ich habe immer wieder Ideen und bin selten zufrieden mit etwas. Und durch das bin ich viel am Arbeiten. Ich habe mich aber jetzt wirklich dazu gezwungen, immer wieder Stopp zu machen und mich zu geniessen. Also mich zu geniessen, das Leben zu geniessen. Mhm. Zigarren finde ich super. Ich bin ein grosser Weinliebhaber. Ich tue gerne reisen. Und das mache ich dann alles sehr konsequent. Kann ich vielleicht noch etwas lernen? Wie schafft man es? Ich habe mega Probleme damit und ich kenne extrem viele, die Probleme damit haben. Es ist nicht nur Selbstständigkeit, sondern es ist auch eben der kreative Mensch. Wie schaffst du es denn, effektiv dir Pause zu geben und zu genießen? Ich finde es super schwierig. Ja, eben, also das ist jetzt schwierig, was du sagst, weil es ist sehr heikel, weil ich kann jetzt nicht sagen, es sind oft halt Genussmittel, oder? Ja. Und ich, das ist jetzt schlecht, wenn man das sagt, aber es ist einfach so, das Über-Ich und das mit den Ideen, das ist immer da und nach dem zweiten Glas Wein habe ich nicht das Gefühl, ich muss jetzt Ideen aufschreiben. Und das ist vielleicht nicht die beste Variante oder die gesündeste, aber es ist jetzt so. Und ich weiss, und das ist für mich ein Privileg, dass ich weiss, ich trinke unter der Woche nicht, aber ich freue mich am Samstag nach der Show oder am Sonntag, freue ich mich anzuhocken und ein Glas Wein und dann habe ich auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt auch noch schnell anrufen, noch schnell das Mail checken oder irgendetwas. Und in der Ferien bin ich einfach sehr konsequent, da stelle ich wirklich das Nattel nicht an. Also jetzt auch in Sizilien, da tue ich Mails. Ich habe zwei Tage, also jede Woche einen Tag genommen, wo ich alles für die nötigsten Sachen und sonst nicht, weil das kann ich fast nicht. Es gibt ja nur die zwei Typen, weißt du, Nattel, was drauf heisst, 426 Mails oder 0. Und der Manuel hat 426 und ich habe 0. Yeah. Und wenn ich der Nuller-Typ bin, müsste ich dann jeden Tag vorzu arbeiten. Und dann ist es einfacher, wenn ich sage, ich schaue es nicht an. Oder ich stelle es wirklich nicht an, weil sonst muss ich es wie machen. Sonst bin ich ein bisschen. Ich habe 0, aber ich habe mittlerweile etwa 46 markiert. Ah, oh, gut, oh, das kann ich auch. Oh, das ist wichtig. Orange. Yeah. Nein, blau. Das ist ein guter Trick. Ja, das habe ich auch. Gemein, weil dann hast du zwar kein rotes Pünktchen, aber du hast trotzdem eigentlich noch viel zu tun. Habe ich bei Insta auch. Bei Insta stup vergleichen. 40 Markierungen, ich muss antworten, aber sie sind nicht ungelesene Nachrichten. Genau. Clever, wir sind schon gut clever. Ja, man kann sich immer selber beschissen. Genau. Schlussendlich. Ja, das ist okay, das ist eine Möglichkeit, wo man wahrscheinlich einfach nicht das Handy einfach nicht anstellen. Ja, oder eben, also weißt, es gibt zwei Sachen, die ich auch lang durchgezogen. Zum Beispiel am Morgen habe ich gesagt, ich stehe auf und ich gehe an den See und ich hocke 20 Minuten an den See und mache nichts. Das ist hure schwierig. Ja. Und das ist nicht im Training vor dem Duschen und so. Dann gehe ich heim, trinke einen Kaffee, lese Zeitung und dann schalte ich das Handy oder gehe duschen und schalte das Handy. Dann ist aber schon fast 3/4 Stunden vom Tag durch. Und das ist einfach schon anders. In dem Moment bin ich schon so krass bei mir, dass nicht mehr so. Und wenn ich am Morgen im Bett noch so im Halbschlaf, wo man noch fast in einer anderen Welt ist, wenn dann schon auf den Bildschirm liegst. Ja, das merke ich, tut mir einfach wirklich nicht gut. Das mache ich zum Beispiel, Also wenn ich aufstand, ist das Handy noch nicht, sprich ich habe auf
Ich sehe es zwar schon, aber ich habe den Flugmodus. Ja, ja. Damit einfach eben nicht schon irgendwie Nachrichten aufgepoppt sind, wo du könntest anschauen kannst. Ja, nein, sonst vorschauen. Ja, das finde ich super. Ja. Aber meditieren oder so, das nicht? Also das muss ich jetzt nicht mehr, bei uns gehört es eben dazu, bei Zenmove gehört es tatsächlich dazu, ja. Weil ich merke, für viele Leute ist es eine Aufgabe. Und bei uns, also wir sagen eben, zuerst machst du etwas für den Körper und nachher machst du etwas für den Geist. Mhm. Das heisst, wenn du kannst trainieren, dann musst du nachher deinen Geist trainieren mit Meditation. Und das gehört aber zusammen. Mhm. Und dann habe ich aber sowohl den Sport wie meine Meditation auch schon gemacht. Okay. Und mache das dreimal in der Woche, genau. Dreimal in der Woche? Genau. Das heißt, was machst du noch? Tennis spielst du noch? Genau. Und ja, Fußball habe ich jetzt leider müssen aufhören. Ja, nein, aber das ist es eigentlich. Zweimal Tennis und dreimal Tennis. Ja gut, für dass du den Körper schon mal eigentlich komplett geschlossen hast. Ja. Ja, ich war mal Sportlehrer gewesen, eben früher, wo ich noch parat war. Und das würde gar nicht mehr gehen, wegen all diesen Sachen. Ich kann meine Schulter auch nicht mehr heben, nicht höher als so, wegen diesen zwei Operationen. Ja. Ich mache so Hausfrauentennis. Nein, ich habe die Anschläge nicht mehr. Ich bin immer... ich kann nicht mehr servieren. Was machst du jetzt? Machst du jetzt so Björn Borg? Nein. Kyrgios, ja genau. Nein, wenn man bachelt, dann bin ich einfach nie am Service. Aber ich bin recht gut im Return, muss ich sagen. Ja? Ja. Machst du den Saber? Dann, ja. Also, ja. Sneaky, wie heißt das? Sneaky Attack by Roger. Genau. Das ist schon am Netz quasi. Es gibt eine Kollegin, die ich machen kann, die ich weiss, beim zweiten kann ich so tief rein. Yeah. Und dann kannst du nicht, gell? Aber sonst, so gut bin ich nicht. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Spannend gewesen. Andere Themen als sonst, das finde ich geil. Ja, also es ist ja nicht so, dass ich einen Plan habe, welche Themen genau kommen. Am Schluss habe ich gemerkt, es ist einfach noch gut, wenn man doch noch irgendwie das Thema Feelgood-Podcast mal aufgibt. Ja, so. Aber es ist geil. Ich bin immer froh, wenn man so lange schwätzt und es ist keine einzige Frage schon mal gekommen. Das ist nicht ganz wirklich? Einfach. Ja, okay. Das ist cool. Aber eine Schlussfrage habe ich noch. Lebst du eigentlich von dem? Ja, die habe ich auch schon gehört, ja. Damit doch noch eine gehört hast. Genau. Ja, mal, wir verdienen mehr als Lehrer. Ah, das haben wir am Anfang gesagt, als wir aufgehört haben mit der Schule, haben wir gesagt, zwei Jahre. Wenn wir nach zwei Jahren nicht gleich viel verdienen wie als Lehrer, dann hören wir auf mit Comedy. Hey. Und das hätten wir gemacht. Wirklich? Ja, da sind wir konsequent. Ja. Fun Fact, und dann hören wir wirklich auf, hast du gewusst, dass der Chuck Berry, fucking ja, Godfather of Rock'n'Roll, dass der nur Musik beruflich anfangen hat machen, weil er irgendwie, weiss nicht, $2-3 mehr verdient hat in der Woche als Moler. Nein. Mhm. Ich habe nicht mal gewusst, dass der Moler war. Okay, ja. Wirklich? Ja. Gut, also ich bin froh, gibt es noch andere so Geschichten, ja, die noch grösser sind natürlich. Voll geil. Vielen Dank, Johnny. Danke dir. Alles Liebe. Schön, dir auch. Gute Besserung. Guten Tourstart. Ja, dir auch. Wenn es möglich ist, wir wissen es noch nicht. Wir werden es hören, ja. Aber Stand momentan, heute Donnerstag Nachmittag irgendwann. Wir spielen nächste Dienstag. Wir spielen dir ab nächsten Dienstag. Ja. All the best. Danke dir auch. Merci. Bis bald. Bis. Tschüss. We'll be right back.